Hallo, herzlich willkommen zu den Persönlichkeitsstörungen. Es sind ja viele Typen, die es bei den Persönlichkeitsstörungen gibt und es ist gar nicht so einfach, die dann alle aufzuzählen und die im Blick zu haben. Deswegen finde ich super, wenn wir da eine Struktur haben. Ich gebe dir in diesem Video sogar zwei Ideen für eine Struktur. Eine ist sozusagen in der DSM verankert und eine ist vielleicht ein bisschen einfacher für dich zu merken. Du kannst dir aussuchen, welche Struktur du wählst, um dir die Persönlichkeitsstörungen gut einfach strukturieren zu können. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Welche Persönlichkeitsstörungen gibt es? Die DSM hat da Cluster gebildet. Das heißt, sie hat gesagt, es gibt so typische Gruppen und anhand derer kann man das natürlich hervorragend strukturieren. Das erste Cluster nennt die DSM sonderbar, das heißt, es sind die sonderbaren Persönlichkeitsstörungen. Das zweite Cluster ist das dramatisch-launische und das dritte Cluster sind die ängstlichen Persönlichkeitsstörungen. Man muss wissen, dass die DSM nicht ganz so arbeitet, wie wir in der ICD-10 arbeiten, aber grundsätzlich ist es eine mögliche Hilfe, sich die Subtypen zu merken. Bei sonderbar sind dann die paranoide Persönlichkeitsstörungen und die schizoide Persönlichkeitsstörung zu finden. Und die DSM hat auch noch diese, die wir in der ICD-10, in der F2 haben, die schizotypische Störung als sonderbare Persönlichkeitsstörung, weil die vom Verlauf oft wie eine Persönlichkeitsstörung verläuft. Wir haben die aber in der F2, deswegen hätten wir jetzt in diesem Cluster nur zwei Persönlichkeitsstörungen und bei dramatisch-launisch dann natürlich wieder mehrere. Da sind einerseits natürlich die ganzen emotional Instabilen drin, der Borderliner-Typ und der impulsive Typ. Dann sind bei dramatisch-launisch die histrionischen zu finden und die dissozialen. Und der Narzisst zählt auch als dramatisch-launisch, weil der bei Kränkung natürlich auch dramatisch reagiert. Ängstlich ist dann wieder ein bisschen naheliegender. Da finden wir die abhängige Persönlichkeit, die hat ja Angst, verlassen zu werden. Die ängstlich vermeidende ist ja klar. Und dann wird der Anankast noch als ängstlich beschrieben, weil der ja so viel Zweifel hat und vorsichtig ist und das ganze Planen und die Struktur eine Verhinderung von Angst sind. Und da wird auch der passiv-aggressive Typ zugeordnet, der ja ganz selten sozusagen überhaupt erfragt wird. Aber damit haben wir alle Persönlichkeitsstörungen so sortiert. Und ich zeige dir gerne eine zweite Sortierung, wo wir das ein bisschen anders benennen. Da arbeiten wir auch mit drei Gruppen, aber die erste Gruppe ist dann die sozial gestörte Gruppe. Die ist im Prinzip gleich wie der Cluster seltsam, nur dass hier die dissoziale dazukommt aus der Gruppe der labilen, die wir dann als zweite Gruppe verwenden. Da lassen wir die dissoziale weg und haben dann eben nur die emotional instabile, die histrionische und die narzisstische. Und die dritte Gruppe bleibt genau gleich, heißt auch nach wie vor ängstlich und da sind die gleichen Störungen drin. So kannst du es dir ein bisschen anders unterteilen. Wenn dir das einfacher fällt, leichter fällt, dir die so zu merken, dann nutz gerne die Variante. Also das sind die zwei Varianten, wie du die vielen Persönlichkeitsstörungen, das sind insgesamt 10, schön sortieren kannst und aufteilen kannst. Wenn du willst, könntest du natürlich den passiv-aggressiven jetzt in dem Fall auch zur sozial gestörten Truppe mit dazu zählen und hättest da, ist es vielleicht auch noch ein bisschen logischer, dass der da dazugehört. Also das sind Varianten, wie du es dir sortieren kannst. Ich arbeite gern mit so Unterkategorien, weil man sich da viel Wissen einfacher merken kann und eine Struktur hat. Viel Spaß beim Lernen, alles Gute wünsche ich dir und ich freue mich, wenn wir uns in dem einen oder anderen Kurs sehen. Und ich drücke dir die Daumen für deine Prüfung. Ich helfe dir gern. Wenn du noch Fragen hast, dann wende dich bitte an die Likamundi oder schreib unten einen Kommentar, wenn du noch ein bestimmtes Video brauchst.